Neuer Stadionvlog. Deutschland spielt versus Frankreich zusammen mit Tone. Mit Kroatien Trikot. Ich durfte endlich mal wieder auf der Couch schlafen. In Hotel Tabak, Leute. Das ist so entspannt. Hier kann man so elektrisch rausfahren. Das war so gemütlich. Aber ich hatte nicht so die beste Nacht, weil... Vielleicht seht ihr es schon. Guck mal. Da ist noch alles sehr gerötet und die Folie ist drauf. Es muss alles abheilen. Hier seht ihr auch schon noch eine Nuklearmedaille. Ich war nämlich gestern, ich glaube, 12 oder 13 Stunden beim Tätowierer. Und ich blende euch jetzt hier noch Bilder ein von anderen Tattoos, von meinem Oberarm. Da ist der PS3 Venom Scarf drauf. Die OGs werden es wissen. Damit habe ich damals die erste Triple Nuklear gespielt. Die steht einfach für die Zockerzeit. Und ein Skorpion mit seinem Stachel hält quasi den Controller fest. Und das ist natürlich eine Hommage an meinen Bruder. Marcel Scorpion. Wo ist die Brutalmedaille, Bro? Ja, die Brutalmedaille habe ich nicht erreicht. Wenn das auch noch gemerkt, das war krass. Nuklearmedaille ist selbsterklärend. Und was habe ich hier noch? Genau, hier ist noch so eine Rose. Seht ihr auch noch mal ein Bild, da sieht man es dann besser. Das ist einfach so zum Verbinden. Und Leute, Ton und ich machen sogar ein Partner-Tattoo. So. Schaut euch das an. Das ist so heftig gestochen, Bro. Das ist die erste Hälfte auf meiner linken Wade, wie Son Goku Fusion macht. Und Tone macht dann quasi den Vegeta auf der anderen Seite, auf seiner rechten Wade, wenn wir dann nebeneinander stehen. Ja, berühren die sich quasi. Ihr seht auch nochmal hier Vegeta und Goku, wie halt da die Grundidee war. Toll umgesetzt, ne? So ein Künstler, der Wesley. Ich verlinke euch auch nochmal in die Videobeschreibung, Leute. Ich habe da auch alles selber bezahlt fürs Tattoo. Aber der Mann, der hat es einfach drauf, ne? Das sieht aus wie gedruckt. Ach ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, stimmt. Ich habe ja noch ein Nackentattoo. Das ist einfach, wer kennt es noch von Yu-Gi-Oh? Haben damals ganz viele Leute gespielt. Wiedergeburt. Ja, Mann. Und da geht auch nochmal ein riesen Dankeschön an euch da draußen raus, Leute. Das Tattoo ist eigentlich auch euch eigentlich gewidmet. Es kracht beim DFB. Hansi Flick wurde gefeuert, ihr habt es alle mitbekommen. Und Rudi Völler wird heute erstmal übergangsmäßig die Nationalmannschaft übernehmen. Fun Fact, Tone, er war schon mal Trainer. Damals auch als Notlösung, 2000 sprang er ein. Deutschland war richtig auch in einem kaputten Zustand. Und was ist passiert? Sie haben gewonnen, oder? Nein, er hat Deutschland bis ins WM-Finale geführt. Echt? Genau, diese zwei Jahre hat er die begleitet. Krass. Gegen Brasilien haben sie dann leider damals verloren, aber als absolute Überraschungsmannschaft. Ronaldo Doppelpark, Oliver Kahn im Tor, dieser legendäre Patzer. Also, was sagst du denn jetzt? Ich sag wie Nagelsmann. Ich hab gehört, Bayern soll sogar... Ist doch zu früh, er ist zu jung, Bro, er ist zu jung. Ja, aber ich hab gehört, Bayern soll sogar quasi eine Ablöse ziehen lassen. Dass sie quasi nicht auf dieses Geld verzichten und dann einfach kostenlos zum DFB geht. Weil er hat ja noch bis zu 26 Vertrag. Genau. Ja, Leute, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, wer wird der neue Bundestrainer? Und Anton, ich muss dir noch was zeigen. Ja, zeig mal bitte, Bro. Also erstmal das hier. Ton hat hier so einen richtig geilen Rahmen extra hier hergestellt. Damit man die PSA-Karten reintun kann. Hier ist ein Messi. Und wo ist denn einer mit Unterschrift? Oh, das ist von Champions League-Finale. Ah, Unterschrift hast du hier. Einer mit Unterschrift. Oh, das ist sogar richtig wertvoll, ne? Ja, mit Haaland zusammen. Also ich will jetzt kein Auge machen, dass kein Einbrecher kommt, aber was ist die so wert? So 4K wahrscheinlich. 4000. Aber die kommt auch im Schließfach. Okay. Und Bro, die lasse ich halt schon zu Hause, aber es ist eine One-of-One. Ja. Die gibt es nur einmal auf der Welt mit einem Stück vom Ball. Und Musiala hat die Karte unterschrieben, wo ich mit ihm Interview war. Quasi doppelt gemoppelt, genau. Ne? Mhm. Es ist quasi auf dem Case. Und ja, wo wir ihn getroffen haben. Ja, direkt mit Fingern drauf. Oh, sorry. Ich habe ja auch noch ein Video gedreht mit Jamal, Leute. Das kommt auch noch die Tage online. Und da ist Tone's Goat, genau. Luka Modric. Da ist auch nochmal eine Unterschrift von ihm. Die Karte gefällt mir richtig gut, Digga. Ja, Wolski, hier sind auch geile Displays. Hier natürlich auch Lionel Messi mit dem WM-Pokal. Son Goku auf meiner Wade auch. Ja, wen haben wir denn da? Oh mein Gott, Tone. Du hast echt die süßeste Katze. Die hat echt schöne Augen, gell? Ja. Jetzt fahren wir erstmal mit Tone seinem M4 Richtung Dortmund. Uiuiui. Das Spiel findet heute nämlich im Signal Iduna Park statt. Wobei, nee, Quatsch, wir fahren hier nach Essen und gehen auch dort etwas essen mit Musti und Gamer Brother. Deutschland hat von den letzten 5 Spielen 4 Partien verloren und noch einmal unentschieden gespielt gegen die Ukraine. Was geht ab, Leute? Jetzt bin ich im Hotel hier in Dortmund, denn ich habe morgen noch einen Dreh hier mit Adeyemi. Bettsprung machen wir gleich. Ich habe sogar so eine chillige Küche hier, wie so ein kleines Studio. Ach, Digga. Ach, okay, wir haben echt einen Kühlschrank, aber nur ein einziges Wasser drin. Was haben wir denn hier? Worauf gucken wir? Auf ein paar Graffitis da hinten. So,
let's go. Meine Prediction übrigens für heute lautet, dass Deutschland gewinnen wird. Ich sage 3-1, die werden heute ein fettes Zeichen setzen und die ganzen Kritiker überraschen. Und ich glaube, die Stimmung kann in dem Land auch wieder sehr, sehr schnell kippen. Wobei man natürlich auch andersrum argumentieren kann, denn die Franzosen werden sich denken, Alter, jetzt können wir die Deutschen so richtig nochmal auf den falschen Fuß erwischen und die noch mehr zerstören. Ich sage 2-2. Mbappé 2 Tore, aber Sané macht auch eins. Wer kommt denn da im AMG? Ach, Musti, sieht man dich wieder. Und Simon. Seit 2 Tagen repariert. Was sagst du? Prediction? 2-1 Deutschland, komm. Ich sag auch 3-1 heute. 1-0 Deutschland. Ich schwöre, Deutschland gewinnt heute. Okay, ich sollte nicht schwören. Was ist das denn für ein Imposter? Hallo. Hrvatska. Okay, wir sind in Dortmund angekommen. Wir gehen jetzt hier in Vetro-Restaurant was snacken. Ab und zu gehen hier auch Spieler etwas essen. Sieht hier ganz nice aus. Heute wurde sie enthüllt und zwar die Gerd-Müller-Statue direkt vor der Allianz Arena. Richtig geil. Und das ist auch eine Schocknachricht. Paul Pogba wurde auf Doping positiv getestet. Es kann sein, dass er bis zu 4 Jahre gesperrt wird. Ja, Testo, ja, aber zählt er zu Doping? Hier draußen auf der Terrasse ist eigentlich auch eine ganz geile Aussicht, man ist hier so voll im Grünen. Nice Salat. Die offiziellen Aufstellungen sind da. Frankreich starten Muani vorne, Coman, Griezmann, Tchouaméni, Kamavinga. Aber Mbappé ist erstmal noch auf der Bank und Dembélé auch. Und Deutschland spielt mit 4-2-3-1 Formation. Müller ganz vorne, also weder Füllkrug noch Havertz starten. Sané und Gnabry auf Außen, Wirtz, Gündogan. Ja, sieht stabil aus. Mashallah, diese Trüffelnudeln, was die sich gönnen. Ja, danke. Für mich Pomodoro mit Chicken. Was gibt ihr? Ich kann doch nicht, weil es so heiß ist. Euer Trüffel riecht aber endkrass. Meins lecker. Mashallah, diese Bling-Bling-Uhr. Oh je, Leute, es kracht. Wir stehen komplett im Stau. Wir kommen wahrscheinlich ein paar Minuten zu spät. Ey, Leute, jetzt Real Talk. Schon fast 20. Minute. Nicht mal am letzten Spieltag bei Dortmund gegen Mainz war es so schlecht organisiert. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Simon und Tone stecken immer noch fest und suchen Parkplatz. Wir laufen jetzt schon mal vor. Schwarz, Rot, Gold. Gleich sind wir da. Guckt mal, wie viele Leute da vorne noch zu spät sind. Das ist ja unglaublich. Nice. Hi, Bro, das Spiel läuft! Hallo! Yes. Freunde, sorry, normal mache ich immer Bilder, aber jetzt läuft das Spiel. Was haben wir bitte für geisteskranke Plätze? Das ist ja abnormal. Boah, okay, wir haben nicht so viel verpasst, Leute, außer das Tor von Müller. Einfach erste Reihe. Wie geil, Digga. Frankreich hat sogar ziemlich viele Auswärtsfans mitgebracht. Komm jetzt, Rüdiger! Ah, Ballverlust. Oh, aufpassen, nein. Aber da oben sind noch schon ziemlich viele Plätze frei, gell? Ja, ich würde so sagen, so 80%, 70%, aber immer noch sind halt voll viele nicht im Stadion, ne? Oh, gefährlich. Nein, oh! Ganz, ganz große Chance, gut gemacht von Muani, ne? Ja. PSG hat aber jetzt auch einen richtigen OP-Franzosen-Angriff. Muani, Dembélé und Mbappé. Die harmonieren auch viel besser als Mbappé, Messi und Neymar. Guckt euch mal diese Aufnahmen an. Leute, können den Spielern in die Augen schauen von hier. Und es wird eine Laola-Welle gestartet. Let's go. Tolle Stimmung hier in den Anfangsminuten. Deutschland! Genau diesen Support brauchen und fühlen auch die Spieler. Griezmann wird gerade fett ausgepfiffen bei der Ecke. Ihr wisst schon, Leute, Mbappé in der zweiten Halbzeit wird dann genau vor uns laufen. Oh nee, so schnell! Taktisches Foul. Es gibt eine gelbe Karte. Die hatten aber auch gut laut, die Franzosen, ne? Das ist vor allem permanent zu hören. Eieiei, Coman hat gerade Henrichs echt alt aussehen lassen. Weil wir seine Beine so gelassen und ist weggesprintet und auch gegen Emre. Aber starke Rätsel! 10 Applaus! Super Junge! Jetzt pfeift er ab, ja. Halbzeit, Leute! Ey, was ein blasses Timing! Seitdem wir im Stadion sind, hat der Deutsche nicht eine Vorschuss mehr. So, jetzt hole ich ein paar Bilder nach. Bis gleich. Alter, Leute, was geht denn ab, Digga? Hier, guck mal, die warten alle. Jetzt kommen wir mal runter. Was geht? Ja. Oha, Leute, der Mann hat einfach Messi in Barcelona beim Training abgefangen. Richtig nice. Korrekt. Tone ist erst jetzt gekommen, Leute. Ich habe wirklich ohne eine Sekunde Pause nonstop permanent Fotos gemacht. Seit dem Halbzeitpfiff. Was, wie viele Ronaldo-Fans sind denn hier? Was ist das? Nein, Messi! Mann, Junge.
So Freunde, zweite Halbzeit kommt safe. Kielan rein, Usman und Deutschland hoffentlich dreht auch nochmal ein bisschen auf. Wie breit und stämmig auch der Mournier ist, ne? Im Fernsehen sieht er mal so dünn aus. Henrich zieht vorbei! Starker Schuss von Kamavinga, ganz eklig, flach auf dem nassen Rasen. Marc eigentlich gut gehalten, aber ein bisschen zu weit abgeprallt. Alter, schon wieder ganz knapp vorbei von Antoine. Das Schlimme ist, jetzt haben einige Stammspieler von Frankreich auf der Bank sind. Da ist Mbappé, Leute. Ich habe ihn gespottet. Hier, hinter dem einen Betreuer. Moni, schau mal. Komisch, aber Thomas Zimmer nicht warm. Wahrscheinlich kommt er dann Bellingham und Flug rein. So, Brandt und Havertz ist drin. Ja, Brandt, komm. Hier, gut abgelegt! Oh, wird geblockt, wird. Oh, nee. Dembélé mit dem Haken. Signature-Move. Gut. Zieht ihn noch. Gelb eigentlich. Guter Ball. Hau rein. Yeah! Jawohl. Leroy bestätigt seine klasse Form. 2-0 für Deutschland. Ball gewinnt, das Tempowechsel und wir müssen das Ding. Super. Endlich die Deutschlandflagge auch überall sehen. Let's go! 2-0, Leute! Sonne! Sonne! Ich wusste es, dass Deutschland heute schafft. Hansi Flick tut mir aber ehrlich leid. Jetzt gewinnen sie gegen den Vize-Weltmeister. Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, aber trotzdem. Der wird sich gerade auch auf die Couch denken. Meine Güte, ey. Jetzt auf einmal. Und Elfmeter für Frankreich. Oh mein Gott, nein. Direkt im Gegenzug. Leroy verursacht ihn. Gerade noch ein Tor geschossen. Jetzt kann man Winger für rum. Und Antoine Griezmann wird antreten. Buh! Full! Drin. Ja. Anschlusstreffer. Ah, ein paar Minuten haben wir noch, Leute. Deutschland! Deutschland! Letzte Sekunden laufen. Es ist nichts mehr passiert in der Nachspielzeit. Ich glaube, er pfeift jetzt ab. Usman. Weg. Das war's. Schön. Wichtig. Und das Stadion jubelt. Spieler kriegen Applaus. Ganz, ganz wichtig für die Psyche. Ja, Leute, wir müssen jetzt hier durch die Menschentraube durchkommen. Das war's auch schon für den heutigen Vlog, Freunde. Heute etwas kürzer und knackiger. Wir hatten leider echt Pech mit dem ganzen Verkehr. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Haut rein. Also ein besser YouTuber.